Ah, er klimpert sich wieder ein zusammen. Na komm, mach mal Gitarren-Solo, je? Yeah! Ja, besonders für den Holy, den musikbegeisterten Rocker. Geil, ey. Hör mal, das ist richtig drauf. So, geh doch mal in den Hocker und mach auch nochmal richtig ein jetzt hier, komm. Alles klar. So, hier unten. Das unten war, glaube ich. Was? Hangareingang? Was willst du jetzt von mir? Hangareingang. Na, der Stadtzentrum befindet sich in einer Seitenwand. Der Spree versteckt ein geheimer Zugang. Von dort führt ein Tunnel bis unter die Monumente der Wahrheit und den dort gelegenen Hangar des Weisenau-Kreises. Der Tunnel ist ein Überbleibsel eines alten Bauprojekts, das seit langem verlassen und vergessen ist. Nachts transportiert der Weisenau-Kreis durch diesen Zugang Sperrgut und Fahrzeuge in sein Versteck. Ja, ich glaube, das ist das, wo wir uns gerade befinden, nicht? Der Hangar unterhalb des Weisenau-Hauptquartiers gehört zu einer ehemaligen Kläranlage, die vor ihrer Fertigstellung aufgegeben wurde. Jetzt benutzt der Weisenau-Kreis ihn für das sichere Lagern von Frachtfahrzeugen und Sperrgut. Ja, ja, das hatten wir doch gerade. Warum nervst du mich denn? Ja, okay, dann. Da ist doch Schimmel. Aber das meint die wohl nicht. Achtung, Schimmel. Hubschrauber müssen die Abdeckung weggeblasen haben. Unheimlich hier irgendwie. Fragen wir den mal da vorne. Vielleicht weiß der ja, wo ich den Scheiß finde. Nee, warte mal, wird das blau angezeigt. Oh! Das ist ein Schimmelfleck. Auch eine Kreissäge, um eine Probe herauszuschneiden. Die müssen hier doch ein paar Werkzeuge haben. Das nicht. Ah! Was jetzt? Habe ich die Kreissäge? Max Haas? Ziemlich tief gesunken, Mr. Big Cheese. Sie sind jetzt im Kanalisationssystem. Sie finden doch Ihren Weg zurück, oder? Klaus Kreuz war ein Parteimitglied des Regimes und bis Kriegsanfang Offizier in der Armee. Doch als seine Familie von der Geheimpolizei ermordet wurde, entschied sich Klaus dazu, die Seiten zu wechseln und das Regime zu vernichten. Durch eine zahlreichen Untergrundkontakte traf er Caroline Becker, die ihn überzeugte, dem Weißkreis beizutreten. Alles klar. Mhm. Ja, okay. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier wieder rauskommen, oder was? Anstatt uns immer links runterwerfen und dann uns wieder einfach hochziehen. Nö. Dann gucken wir jetzt einfach mal hier die Kanalisation und deren Ratten und so. Und komme ich nicht dran? Nee? Aber nur. Wow. Wie, das wird hier abges. Das Ding sieht mich doch.
Okay, funktioniert nicht. Scheiße, ey. Weiter solche Dings, dann sollten wir vielleicht mal ein bisschen aufpassen. Oho, oho. Alter. Da haben sie den Tunnel dicht gemacht. Was ist das? Oh, wir haben wieder eine Schallplatte. Wir können wieder Musik hören. Holy shit, ey. Holy, freust dich drauf. Ein bisschen Tralafitti, ey. Komm, Holy, wir hören mal Musik, Holy. Moment. Ich mache mal dafür mal eben schnell auf Options. Gehen wir auf Sound. Nur. Ne, warte mal. Musik stumm schalten. Deaktiviert. Okay. Raus. E. Medipack. Nein. J. So. Holy, jetzt gibt's Musik. Warte mal. Eingabe. Nicht nur verrückte Jugendliche, unsere Künstlerringe. Dein Haus in Neu-Berlin, man nennt es Haus Abendrot. Es war der Ruin wieder gut erklärt, von mir, mein Gott, litt ich Not. So, ich glaube, das reicht. House of the Rising Sun. Nicht nur für verrückte Jugendliche. Unsere Künstlerriege umfasst gleichzeitig die größten Interpreten der Volksmusik. Beliebt bei Jung und Alt. Unser Kronjuwel sind Ernst Eckert und seine lustigen Musikanten. Ob Polka, Polka oder Walzer, Walzer. Ob bayerische Volksmusik. Jawohl, kennt ihn, ne? Und Märsche, jawohl. Sie vereinen das Schönste, das unsere Heimat zu bieten hat. Gemütlichkeit und Lebensart von der beliebten Klassikern hin bis hin zu zeitgenössiger Musik, gespielt auf traditionelle Art. Ja, die bieten Ernst Eckert und seine lustigen Musikanten für jeden etwas. Ja, aber wenn man nur dran denkt hier, ne, Wildiger Herzbuben oder was fehlt mir noch? Peter Alexander, Heintje. Das sind so, ist so die Zeit gewesen. Ne? Da war ich als kleiner Bub und ihr ja wahrscheinlich auch, der ein oder andere.
Da saß dann bei der Oma immer mit im Dings und hat dann. Ach, da ist noch so einer. Ich schau mich erst hier hinten um. Ah, jetzt kommen wir auch an die Kiste dran. Jetzt schaust du mal da. Oh, was? Laserkraftwerk, verbesserte Reflexion. Aha. Das Laserkraftwerk wurde mit einem Reflexionsmodul verbessert. Dadurch prallt der Strahl von nahezu jeder Oberfläche ab und verläuft in einer Richtung mit leicht verringerten Energie weiter. Das heißt, alles klar, ich schieße um die Ecke und das Ding knallt gegen da schräg an die Wand und wieder zurück und ja. Oh, ein Schuss sitzt. Ey, wir sind gut, da. Das brauchen wir gar nicht erst. Ja, ich wollte gerade eigentlich wechseln. Okay, schauen wir erstmal hier. Hier ist wohl nichts. Nee, da gehen wir mit zurück. Oha. Zwei Schuss. Ich brech ab. Kacke. Da wechsel mal. Ja, wenn man damit aber erstmal das Zielen raus hat, ne? Ich sag mal, oh Moment, ich habe meine Maus jetzt hier. Mist, jetzt kann ich aber unsere Lederrotte nicht mehr aufladen. Moment, ich glaube nochmal zurück. Wir haben hinten da hinten nochmal. Oh Moment. Da kommen wir glaube ich gar nicht mehr rein. Doch, ja nice. So, wo war das jetzt? Hey, lauf da nicht vor. Hier war das. Hehehe. Voll, wo ist das? Dann machen wir direkt mal wieder voll. Danke. So. Hey, wir wechseln wieder auf die schöne Schrotgun. Die war ja gerade mal nicht schlecht. Gehen wir jetzt unten lang oder erst oben lang? Oh, meine Katze hat auch nicht viel von schlafen. Die geht mir jetzt schon wieder auf den Nerv. Oh Mann. Munitionsverschwendung. So, diese Dinger sind ja ein wenig. Oha, da geht's ja runter. Virus, Versuch, das nicht runter eierst. So, ja, wir sind jetzt. Wir müssen ja also doch hoch. Okay, dann gehen wir hier hoch. Ich gehe jetzt nochmal rüber. Ich will da oben jetzt nochmal ein bisschen umgucken. Nicht, dass wir was übersehen haben. Okay, da geht's aber dann machen wir gleich. Wir fangen mal hinten an. Ja, das wäre nicht schlecht. Dann war alles eingesammelt. Mehr geht's nicht. Aber mit der Knarre passt bei ihr an der Wand vorbei. Das ist ja mal interessant. Okay, wir hätten das Ganze auch hier umgehen können. Ah ja, was soll's.
So geht's auch. Oh, guck mal, da liegt sogar der Medipack. Schaffen wir das? Jawohl. Und wieder zurück. Mann, das ist ja ein richtiger Parkour-Typ, der Blaskovic. BJ Blaskovic. So. Look at here. What is das? Oh. Brauchst du noch ein paar Konserven, mein lieber Holy? Oder lieber Pro-Spieler? Das wäre doch mal eine geile Sache. Nee, ich will noch Munition haben. Von der anderen Seite. Das nicht. Machen wir. Kein Problem. Schade, dass hier oben nicht mehr war. Aussetzen, alles Midi. Pack. So, dann gehen wir mal nach oben. Oh, hohe Treppe. Mal gucken, wo die uns hinführt. Ha, in den Sipp nehmen. Alte Ölfässer, Kisten. Blink, blink, blink. Und? Ne, das. Gib mir lieber Munition. Lieber Munition, ja. Wir wissen, wo unsere ganzen Waffen geblieben sind. Haben wir die wohl im Hauptquartier liegen lassen? Okay. Okay, das ist falsche Richtung. Okay, wir gehen jetzt mal da lang. Nix. Hier ist aber auch nichts, was man mitnehmen kann. Okay, auch nicht da lang. Die kriegen wir mit dem Messer nicht kaputt. Das